Über 10 Jahre lang haben wir in den 90er Jahren die Fertigung von UNRO-Spiralen entwickelt. Das Herstellen von UNRO-Spiralen höchster Qualitätsstufe zählt zu den schwierigsten Arbeiten in der Uhrmacherei. Über dieses Know-how verfügen nur ganz wenige Manufakturen weltweit. Das dickste Band einer Spirale ist bei uns 500 Millimeter dick, während dem das dünnste nur 14 Mikrometer beträgt. Im Durchschnitt sind unsere Spiralen etwa 3-mal feiner als ein Haar. Die Fertigung einer UNRO-Spirale muss mit höchster Präzision erfolgen. Und die Spirale darf möglichst wenig auf äußere Einflüsse wie Temperatur oder Magnetfelder reagieren. Eine Differenz der Dicke einer UNRO-Spirale von nur 1 Mikrometer hat zum Beispiel eine Gangänderung von 30 Minuten pro Tag zur Folge. Die Endkurve der Spirale wird von Hand in eine spezielle Form gebogen. Damit beeinflussen wir das Atmen, die Schwingungsfähigkeit der UNRO. Das testen wir dann unabhängig vom Werk in einem speziellen Schwingungsmessgerät. Dank unserer eigenen Spiralenfertigung können wir bei Neuheitenentwicklungen sehr schnell reagieren und für jedes unserer Kaliber das optimale Herzstück entwickeln.